Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Alice Madness Returns. Wie schon in der letzten Episode gesagt oder gemacht, müssen wir zum Beispiel, hier haben wir so einen Puzzle am Boden. Da müssen wir die fehlenden Teile suchen. Letztens haben wir ja schon ein paar gefunden, beziehungsweise zwei Teile waren es oder drei, ich kann mich nicht so orientieren. Und wo die anderen sind, wissen wir noch nicht. Die müssen wir irgendwie finden. Und ich glaube, hier können wir noch durch. Mit der Alice, mit der guten kleinen Alice. Ach du Schande. So, machen wir jetzt. Ach hier. Ach so. Hilf mir, das Plakat wieder zusammenzusetzen. Wie funktioniert das? Wo gehören diese Teile hin? Ja, wie soll ich das machen jetzt? Mit Enter? Ne, okay, mit Leertaste geht das. Ist gut, dann haben wir das. Ja, ja, zurücksetzen. Der hier. So. Und das so. Damn it. Das ist auch falsch. Jetzt bist du irgendwie... Das da oben, das rechts oben, nach links kommen. Und das nach ganz oben. Das kann es ja nicht sein, aber... Nein. So, haben wir schon einen besseren Vorsprung hier. Zeigen wir uns unseren frenetischen Verehrern im Theater. Das war jetzt irgendwie einfacher als das vorhin. War es genau das gleiche oder bin ich nur zu blöde? Jetzt gehen wir auch mal hinten lang. Wieso? Oha. Cool. Ein Mann. Ah. Mein Gott, du bist kein Impresario, sondern ein Mörder. Der Kopf eines kriminellen Unternehmens. Dies ist keine Entweder-Oder-Welt, Alice. Und ich habe dir gehorcht. Du hast ein paar Botengänge gemacht. Drecksarbeit. Wahnsinn. Die Show wird die Massen amüsieren. Schade, dass du sie verpasst. Du musst dich um diese Matrosen kümmern. Deine Zeit ist gekommen. Zeit? Zeit? Die Zeit ist gekommen, über Schiffe zu sprechen und das Gemüse und das Königshaus und ob Schweine fliegen können und so weiter. Genug davon, Walross. Du jammerst wieder über zu viel Sand am Strand. Dein Geblubber nehme ich zum Frühstück. Schäm dich, Zimmermann. Du hast es versprochen. Ich hatte keine Wahl. Man kann nicht immer, wie man möchte. Ich dachte, das wüsstest du mittlerweile. Der hat irgendwie so einen Schaden im Kopf. Okay, es... Sind das irgendwelche Eier oder was? Ja, das sind Köppe. Oha. Wasser kann nämlich. Hallo, ich möchte gerne Leertaste. Wieso geht das nicht?
Damn it, müssen wir wieder schauen, wie das funktioniert oder was? Kann doch nicht sein. Steuerung. Schrumpfen anvisieren, ziehen anvisieren, springen, schweben, Nahkampf. Fernangriff, Nahkampf, springen, Nahkampf, Fallvermühle, Teekanne. Regenbogenschirm. Wo ist er? Hallo, du Mistkröte. Wieso? Bitte nicht. Ich begreife es gerade wirklich nicht. Wir müssen ihn theoretisch zurückwerfen, aber wie? Mann, wieso? Wie klappt das? Weg. Haut sich selbst einen rein oder was? Das ist ein bisschen behindert. Nein, unser Seemann ist gestorben. Nein, wir sind gestorben. Nein, wir möchten nicht fortsetzen. Ich will das Let's Play beenden. Natürlich müssen wir fortsetzen, weil das Let's Play geht so weiter. Die Eier des Seemanns. Oder doch die Augen? Man weiß es nicht. So Mistvieh. Aber das wirft doch die Bomben zurück, oder wie? Hey! Wo ist der Typ? So. Ich hab doch seine verfickte. Wie geht das denn mit dem Ficker? Nein, du. Ja, siehst du den? Verloren sind sie, zeigen ihre Offensive. So haben wir gesehen. So, du Mistböse, hä? Geht sie nicht vor den Mund, hä? Ja. Endlich. Down. Ey, das ist aber jetzt wirklich ein bisschen fies. Meine Frisur ist auch nicht gerade. Naja. Wo ist denn die Schnauze? Hallo, Schnauze. Mistvieh.
wo ich das... So, da oben ist das Vieh. Jetzt will ich gar nicht gekillt werden. Tschüss. Yeah, wir haben es geschafft. Wir sind awesome, Ness. Und können dieses kleine Tor gehen. Juhu. Wir sind noch fast zu klein. Also das Tor ist ja auch nicht gerade größer als wir. Also kleiner als wir, sozusagen. Da vorne ist die Erinnerung, Erinnerung. Haustiere sind Freunde und unser geheimes Selbst. Auch dein Kaninchen. Deiner war bestimmt eine Vertraute. Immer für dich da, nicht wahr? Oh ja, immer wieder wahr. Stimmt, du hast recht, mein Lieber. Was hat er gesagt? Eine Katze? Nee, ich hab nicht zugehört bei diesem doofen Mann. Hier ist zu, eigentlich bei dem Eingang. Wir müssen den Ausgang nehmen, also die andere Richtung, leider Gottes. Was haben wir hier? Nix. Nein, wir haben hier nix, leider Gottes. Hier lang. Lalalala, die Schmetterlinge folgen uns. Und hier würde ich sagen, es kommt gleich ein Scheiß. Nix hier, wirklich nix. Kein Scherz, nix, nada. Hui, ist aber cool. Ein Tor des Todes. Und das müssen wir irgendwie aufkriegen. Naja, ach du Heilige. Aloha, ich bin hier. Ach schon mal, hier sind Küken. Ah, das sind ja die Viecher. Voll vergessen. Ah, oh, Mistgröße, so. Nur eine Bombe liegen, dann können die beschäftigen. So, wieder die nächste gelegt. Spannende Sache. Naja. Komm, greif an. Der ist doch zu doof. Doof an in Person. Komm, greif an. Geilomatico. Noch einmal. Tralalalalala. Damn, die gehen aber auch nicht zu Ende, die. Damn it, wir haben noch. Wir sind ja tot. Es ist nur noch der kleine Scholli von nebenan. Oha. Wo ist der jetzt hin? Ah, auch so kriegt man ihn, also dem her. Okay, wenn man weiß, wie, ist es ziemlich leicht. Feind. Bitte, Alice, hilf mir, meinen Schwur zu erfüllen. Was für ein Schwur? Ich brauche meine Männer. Sie mögen zunächst feindselig sein, aber ihre wahren Seelen sind gefangen. Du musst sie befreien. Ha, es willst du mit aufzwingen. Sie selbst wissen nicht, was sie wollen. Was für die Lebenden gilt, trifft oft auch für die Toten zu. Was denn? Hm? Ein Stück Fleisch und eine Pizza oder was? Eine Coke oder eine Frau? Ja. Jetzt können wir hier mal die Sache klären. Wir brauchen ein paar Leben.
Und können wir wieder was upgraden hier? Waffe. Naja. Und wie jetzt gerade vorbei ist, ist auch die Episode vorbei. Also wie wir es gerade upgraden haben, ist auch die Episode vorbei. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut einfach nur in die nächste Episode. Viel Spaß. Tschüss.